17 Minuten. Ist nice. Da, Bewertung ist Alter, da. Bewertung ist da, geil. 17 Minuten, normale okay. Länge. Danke, Alter. Meine Fresse, Alter. Okay, wirklich. Achso, bevor wir reingehen. Ah, du hast mich in der Story erwähnt. Geil, dann kann ich dir einfach teilen. Leute, ich hab übrigens gewonnen. Ich habe kurz ans Ende geskippt. Wehe, hör auf. So. Hauen nee. Wir rein, schallern wir rein. Also mal ganz kurz, wollen wir mal ganz kurz predikten, bevor wir uns das reinziehen. Also ich muss auch sagen, ich glaube, du gewinnst es. Also ich bin auch ganz ehrlich, Helo gewinnt es, 100%. Also pass auf, sind wir jetzt mal ehrlich. Ich glaube, er wird, also ich habe irgendwie im Gefühl, er wird ein bisschen was kritisieren bei mir, unter anderem diese Flüchtlingsline, die ich gebracht habe. Ich glaube, das findet Schellen in den Mundraum. Digga, Alter, Olli, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, will ich. Warum redest du schon wieder rein, Fettsack? Ja, red doch jetzt. Du fragst dich, warum ich nicht dabei bin, aber sobald ich einen Satz sage, liest du irgendeinen Scheiß auf dem Chat vor. Red doch jetzt. Ich red jetzt gar nichts mehr, Alter. Ist mir scheißegal, wer die Pisse gewinnt. Lass gucken. Red jetzt. Ich muss noch die Watch Together vorbereiten. Ja, das hätte man nicht vorher machen können, du Profis. Mann, ich hab mal eine neue Brille abgeholt, du Affe, Alter. Was willst du? Das ist jetzt die Streaming-Brille, mit der du alles besser kannst und doppelt so schnell. Jetzt mal aber ernsthaft, Props auf jeden Fall, ich hab's so hart geglaubt, ne? Ich hab's so hart geglaubt. Nochmal zurück zu der Prediction, und zwar glaube ich... Das ist ja auch also, falsch geschrieben, ah lol, jetzt check ich das erst. Ja, hört man mich eigentlich hier in diesem Stream oder bin ich einfach nur eine geistige... Nein, man hört dich, aber Morgana unterbricht immer einen, immer, der lässt nie Fresse. Einen ausreden. Komm schon Alter, wieder, es ist schon wieder... Ich finde diese geil, halt dein Maul, Ali. Fragt euch halt einfach, warum ich nie dabei bin, oder Scheiße. Nee, also ich glaube, er wird ein bisschen... Sorry, Jetzt red doch endlich mal! Guck mal, wie Kollege auf meinem Profilbild guckt, genauso gucke ich auch gerade. Genauso. Okay. Nee, aber ernsthafte Prediction auch von meiner Seite. Ich finde, du hast die besseren Einzellines. Ich habe es mir nämlich heute Morgen nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Aber das wird, denke ich, jetzt nicht... Also, entweder, es gibt zwei Varianten. Entweder gibt es die Variante, Julian sagt, man versteht bei MOA gar nichts und deswegen gebe ich jetzt fast nie Punkte. Oder es wird halt so ein bisschen knapper und du gewinnst. Also, wegen mehr Einzellines einfach, die, aber das muss man auch einfach rein objektiv sagen, du hast viel mehr bessere Einzellines. Bei uns muss halt das Gesamtpaket ankommen, sonst punktet das nicht. Ja, das finde ich auch. Natürlich kann er auch sagen, dass ihr einfach wegen dem Aufwand, den ihr betrieben habt, dass er da noch übelst viele extra Punkte für bekommt oder so. Oder es kann ja auch sein, dass er meine Lines, dass er sagt, ey, das trifft nicht, keine Ahnung. Er hat ja auch schon bei Dr. Lukas Frank gesagt, oder nee, bei wem war er? Bei irgendwem, bei Levi damals hat er doch gesagt, das mit dem Ghostwriter ist eh scheißegal oder das zählt nicht, sowas ist irrelevant. Und es kann auch sein, dass er bei mir dann sagt, jo, ist scheißegal, wer das macht. Ob Morgana jetzt 50 Leute hat oder 3 oder 4 oder ob er es alleine macht. Ja. Von daher ist es ultra schwierig zu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das holt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich das gewinne. Also ich muss auch im Vordergrund sagen, mir ist das halt, ich habe es ja schon ganz oft gesagt, mir ist es egal. Ich würde es uns beiden absolut gönnen und ich würde es vor allem dir auch gönnen. Hättest auch absolut verdient mit der Runde und egal wie es ausgeht, wir lutschen uns am Ende alle die Schwänze. Abgesehen davon muss ich nur meine Miete noch bezahlen, also das weiß ich jetzt nicht schlecht. Alter, ja stimmt, ohne diese 400 Euro komme ich nicht über die Runden, scheiße. Pfandflaschen sind auch schon wieder. Jetzt komm, lass mal gucken. Ich bin übel aufgeregt, ich bin vor am Zittern. Okay, ganz kurz noch, Ephedra, danke schön für deinen Sub, vielen, vielen Dank. Ja, Mann, vielen Dank, Alter, übel geil und jetzt geht's los. Und Kalasius, danke für dein Follow. Kalasius, Alter, verpiss dich. Er gewinnt im Lotto. 360p, die guten alten Zeiten, da so sieht's aus. Kaktusfuß fragt Morgana noch, wann das Finale auf Spotify kommt. Halt dein Maul, jetzt los. Okay, let's go. Reinschalten. Hä? Ich hab keinen Ton. Das ist normal? Alter, Lautstärke ist unten. So, jetzt geht's. Hast du? Okay. Ja, ich hab den Regler nicht hochgezogen. Alter, geiles Intro. Beste, Digga. Beste Leben. So, wir sind im Finale vom Octa Battle 2, das mit... Moment, ich höre mich doppelt, das geht ja, nicht. Bei irgendwem ist wieder Rückkopplung. Ist wieder ich mach leise, meine Kopfhörer sind halt leider durchlässig, sorry. Zu dem Organa-Audio-Profi. Ja, los, mach jetzt. Abstand größte Trauerspiel, welches jemals auf diesem Kanal stattgefunden hat. Jetzt hab ich den Sprung nicht verstanden. Was? Nochmal. Ich will's auch nochmal hören, wegen Trauerspiel. So, wir sind im Finale vom Octa Battle 2, das mit Abstand größte Trauerspiel, welches jemals auf diesem Kanal stattgefunden hat. Ich habe mitbekommen, dass ich wohl in einer oder beiden Runden erwähnt werde. Hoffentlich artet das hier nicht in eine Hurensohn-Analyse aus, weil irgendjemand meint, er müsste sich im Ton vergreifen. Die Runden sind den Umständen entsprechend zu lang geraten. Hoffentlich kann irgendwas an Qualität über die lange Zeit gehalten werden und es artet nicht in einen Wettbewerb aus, wer mich am schnellsten in den Schlaf rappt. Wir gehen rein in die Materie. Okay, ich muss
Ich muss aber von Anfang an sagen, das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr geile Stimmung für eine Analyse. Ja, Alter. Das stimmt. Also ich hätte auch Bock, wenn er mich beleidigt. Ich hätte echt Bock drauf, weil es ist halt witzig so. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich kann schon sich behaupten, von Julians Blog richtig fett beleidigt worden zu sein. Ich hätte Bock drauf, let's go. Ich werde übrigens, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob ich jetzt schneiden werde oder nicht, aber wenn ich wahrscheinlich werde ich dich schneiden, ich habe keinen Bock, das jetzt zu schneiden. Wir werden hier so lange labern, gar keinen Bock drauf. Ich mach das hier, krieg das uncut hier alles. Los geht's, Digga. Ja, komm, jetzt hau mal rein jetzt. Geiles Intro, muss man nochmal erwähnen. Ja, immer sagen, diese Intros, Bombe. Ja. Wir beginnen mit Alpha, bitte die Reihenfolge. Auf eine Analyse, let's go. Hey Kamikaze, es muss Hey Kamikaze wiederkommen. Jawohl. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge mit Hell Kamikaze. Yes! Morgana, weißt du noch, als du mich gefragt hast, ob wir als Team teilnehmen und dich abgelehnt hab, zu dem Zeitpunkt hattest du schon keine Ghostwriter mehr, also musste leider doch... Warte mal, bei irgendwem ist schon wieder Rückkopplung. Mann, Alter, ich weiß auch nicht, woran das immer liegt. Warte, so, jetzt mach. Battlesteel hättet ihr anschauen müssen, was war denn bei Battlesteel? Oh, stimmt, mach mal. Agro hoch 2, Agro und Agro hoch 3. Ah, nice, geil. Geile Idee. Bin ich jetzt auch eins gerankt? Nee, pass auf, weil mein Headset, das stört mich jedes Mal. Ich mache einfach Push-to-Talk an. Weil es ist wirklich zu anstrengend. Aber warum ist Agro hoch 3 unter Levis Statistik? Und Agro alleine nur, also Morgana ist der am wenigsten Agro ist. Ja, Leute, wenn wir jetzt auf die Fehler eingehen, dann können wir noch bis übermorgen analysieren. Ja, Leute, ich habe jetzt Push-to-Talk an, nicht wundern, ja. Ja. Ich wurde gerade sehr korrekt darauf hingewiesen, dass man die Punkte... Ey, Mann, was soll denn die Scheiße jetzt hier? So, zack, jetzt wird man die Punkte sehen. So. Bitte lass die Analyse gucken. Alter, nochmal das Intro, ich raste aus. DJ Rap Talks, was geht? Und Prokris, hey, was geht? DJ. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge mit Hell Kamikaze. Morgana, weißt du noch, als du mich gefragt hast, ob wir als Team teilnehmen und dich abgelehnt hab, zu dem Zeitpunkt hattest du schon keinen Ghostwriter mehr. Raufaser, also Tapete. Leider doch ein Levi 7-7 her. Jetzt hast du wieder Digga, jemand, komm mal. Texten hilft. Ein komplettes Team mit echtem Skill. Du kannst keine Line, geschweige deine Power. War mindestens 3. Hilft dir dein Team auch noch beim Arsch abwischen. Hell Kamikaze nimmt hier die Ghostwriting-Angriffsfläche. Vielleicht sollte ich ein Schnarchometer einführen, denn es gibt nämlich nichts, was weniger interessiert und weniger disst. Ich hoffe, er verschwindet. Morgan, man hört dich nicht mehr. Nee, er macht, Mann, ey, er macht jetzt wieder den, Alter. Ich sehe das schon. Ich sehe, okay, was er hier wieder macht, Alter. Das wird wieder so ein richtig... Ach ja, mach einfach. Okay, Morgana auf einmal einfach Softcore. Lange nicht gesehen. Erinnerst du dich noch am ersten JB? Ein halbes Jahr. Ein Punkt. Und jetzt sieht man sich wieder. Er ist Aufbau, wird auch 0 Punkte geben. Was? Okay. Warum ist ein 1-Meter Gnome in den Mittelpunkt drängt? Beim Drehen mit den Fackeln war ich angespannt. Denn am liebsten hätte ich dich in diesem Wald verbrannt. Ja, 15 Punkte! Wir können hier schon mal 2 Punkte sichern. Levi hat viel von Kamikaze gehört, aber nicht seine Lieder. Schöne Einstiegsline. Und Morgana hätte Kamikaze bei ihrem Feature am liebsten im Wald verbrannt. Ach, Morgana. Was für ein lieber Kerl. Ich bin einfach netter. Ich bin super netter. Meine Mutter sehr lieb, ja. Und ist stolz auf ihren Sohn. Ja, glaube ich dir. Go! Ja, schön. Schöne Einstiegsline. Und Morgana hätte Kamikaze bei ihrem Feature am liebsten im Wald verbrannt. Ach, Morgana. Was ich habe das Gefühl, ich verliere. Trotz Levi Soziophobie hat einen Freund gewonnen. Nee, Mann. Aber Levi, ich muss dich enttäuschen, Junge. Oh, shit. Morgana, du bist danach. Schweißdick in der Wichskanne, der Bastard, der fremde Texte brüllt und den Rest machen die anderen. Schnarchometer, Alter, ist hoch. Ich vor der Kamera stehen und nicht verlässt, bekommst du hin, ohne Scheiße auszusehen. Wahrscheinlich siehst okay, du das ist hart. Wenn doch mal jetzt. Hell Kamikaze kommt weiterhin damit, dass Morgana nicht alleine kann, auf einem mega komischen Beat nebenbei bemerkt. Irgendwie ziemlich unmusikalisch das Ganze, aber das soll ja keine große Rolle spielen, wie der Typ, der Tyrion Lannister in Game of Thrones verkörpert hat. Trotzdem nichts Punktwürdiges. Ja, also ich finde es ein bisschen sehr hart gerade. Er nimmt jetzt diese Ghostwriting-Angriffsfläche schon wieder nicht an. Warum denn nicht? Aber also die ist so thematisch doch so clean, die ist doch super clean. Es ist doch jetzt mittlerweile 50 Mal durchgekaut worden, dass das stimmt. Warum gibt es denn keine Punkte? Das sind doch faktisch gute Lines. Hä? Ja, also keine Ahnung, vielleicht ist er einfach allgemein genervt von der Angriffsfläche, weil man die schon so oft gehört hat. Nein. Aber also einen Punkt hätte ich mir schon gegeben. Aber ich finde es bisher 0-2 ist noch okay. Also ich hätte mich vielleicht bisher auch noch schlechter bewertet. Ja.
Ich werde übrigens wahrscheinlich, also vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier Follow und was weiß ich alles da ist, aber ich werde für die Reaction mal die Alerts muten. Die werden nur noch eingeblendet, aber nicht mehr auditiv, weil das ist Kacke. Olli hat heute das Thema Alerts und den Sound für die Alerts und wir haben das Thema die Analyse. Ja, nee, ich habe doch gerade selber auch gesagt, ich finde es ein bisschen sehr hart, dass das einfach diese komplette Angriffsfläche nicht angenommen wird, weil ich fand sie lustig. Ja, die Angriffsfläche, die endet ja auch gleich, von daher. Ja, eben. Und ich finde, die Lines, die dann kommen, sind mega. Ja. Zumindest hat er mir keinen Minuspunkt gegeben, also man muss es immer positiv sehen. Ja, Mann. So sieht's aus. Weiter. Der Thrones verkörpert hat. Trotzdem nichts Punktwürdiges. Du bist kein Gegner bloß, 1 Meter groß, du Drakeso, benutzt der Fisher-Price-Mikrofon. Und wenn du sagst, dass du jetzt die Messlatte hebst, wie hoch soll die denn werden? 1,10 Meter? Stellst mich dann wie Nerd, der mit keiner Seele redet, weil ich dich nicht voll. Hätte ich schon 2 gegeben. Ja. Alter, seh dir mal den Schock aus dem Arsch, ich bin nicht introvertiert, nur weil ich keinen Bock auf dich hab. Levi bringt ein paar Zeilen über Kamikazes Größe. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass er Tyrion Lannister in Game of Thrones verkörpert hat. Aber es gibt Punkte. Ey, was mir aber unnormal auf den Sack geht, ist dieser völlig übertrieben anstrengende Gammelschrott-Beat aus Gammelschrottestan. Was ist da diese Woche los? Haben alle geschlossen entschieden, dass sie einfach nur unmusikalischen Krach abgeben wollen, anstatt etwas, was man sich tatsächlich anhören kann? Widerliche Gammelscheiße. Alles klar, Digga. Leute, raus an Sci-Fi, Alter. Ich dachte ja schon, dass er zu meinem Beat sagt, der ist ein bisschen komisch, ist schon das höchste der Gefühle. Aber Junge, großer Feind, also einfach der Beat. Ein Schrottbeat? Das ist ein Schrottbeat. No front, aber was? Oh Gott. Das geht ja in eine geile Richtung. Na gut, lass weitermachen. Also bisher finde ich die ganz unterhaltsam, die Analyse. Aber ich finde sie auch geil. Ich finde sie auch sehr cool, ja. Ey, sind wir mal ehrlich, wie der ausspricht, so Schrottbeat aus Gammelmüllistan. Ich wäre so glücklich gewesen, wenn nur solche Analysen gekommen wären. Sind wir mal ehrlich, das ist doch das, was wir uns früher gerne angeguckt haben. Also war ja, jetzt nur weil es uns trifft, können wir jetzt nicht einfach sagen, dass das ich gerade weiß. Ich habe das auch nicht so. Ich finde das jetzt nicht schlimm, respektlos also, oder so. Ich hoffe, Kunstfigur Julian, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Also, trotzdem, ich hoffe jetzt, Sci-Fi. Ja, Mann. Ich hoffe, meine Mutter wird noch erwähnt in der Analyse. Tatsächlich, ich gucke nebenbei noch im Chat, aber. Widerliche Gammelscheiße. Ey, du würdest deine krebskranke Mutter, die fast den Tod sieht, aus dem Bett hebelt, damit sie dir nochmal ein Brot schmiert. Rappst du live ein Digga. Die ist verübelst böse. Bei dem Gebrülle deiner Wohnung will doch niemand jemals neben dich ziehen. Sogar eine Flüchtlingsfamilie. Oh, das gibt Ärger. Was? Denn da gibt es da nur übersteuerte Scheiße. Hell Kamikaze. Was? Ich fass das gerade nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil ich einfach zu klein bin für das Turnier. Ja, Mann. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Auf vielen Ebenen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Mann, Alter. Na ja, gut, let's go, weiter. Ja, warte mal, einer schreibt im Chat, Helo hätte mehr Tapetenlines bringen sollen. Ich hätte aber 16er schreiben sollen über Tapeten. Yo, ich muss aber, also hier schreibt TJ Raptors, muss sagen, habe die Runden auch kaum gehört im Nachhinein. Ich muss zugeben, ich finde die soundtechnisch auch nicht ultra geil, unsere Runde. Deine habe ich mir noch ein bisschen angehört, Nico. Also, aber ich bin auch nicht 100% zufrieden mit der Runde, so soundtechnisch. Nein. Aber eher was die Mische betrifft, nicht der Beat. Der Beat ist krass. Aber nein. Also ich bin ja immer ein bisschen kritischer. Ich finde alles, was ich bisher abgegeben habe, im Nachhinein irgendwie nicht so geil. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, wenn man sich das nicht anhören möchte. Okay. Aber ist ja auch Battle Rap. Ich finde Battle Rap ist halt auch. Es ist auch irgendwie Musik, aber es ist auch irgendwie was ganz anderes nochmal. Aber Julian, jetzt gönn mir doch mal wenigstens einen halben Punkt, wenn er reinkommt. Ja, nicht so, Alter. Dass es für diese Kriegsgebiet-Line zum Beispiel und für diese Line mit der Mutter auch keinen Punkt gibt, ich weiß doch auch nicht, Mann. Das ist wirklich sehr hart. Was wollen wir denn noch machen? Also, Julian simmt einfach das ganze Turnier über hart für Mua. Man hat schon bei der Halbfinale simmt er ja nicht mehr so ganz krass, aber wenn er uns jetzt schon wieder da durchwinkt, ich weiß nicht. Also, nee, so eindeutig ist das bis hierhin eigentlich auch noch nicht. Aber wenigstens gibt es eine Analyse. Morgana sagt endlich, wie viel habt ihr Julian gegeben? Fragt Prochris. 500. Ja, das Preisgeld darf er behalten. Genau. Okay, komm, let's go. Ansätze von Punchlines. Es kratzt vieles an einem Punkt, aber so richtig reichen tut das irgendwie nicht, wie seine Körpergröße für ein gediegenes Kinderkarussell. Vielleicht liegt es auch an der musikalischen Untermalung und daran, dass er monoton alles ins Mikrofon reinschreit. Möglicherweise muss ich da nochmal in mich gehen im Gesamteindruck, wenn ich die Runden so lange ertragen kann, und gucken, ob da nicht doch noch der ein oder andere Punkt ist.
Oh, er hat doch zwei Punkte jetzt im Nachtrag gegeben. Jawohl, jetzt geht's ja aber richtig rund. Gleich kommen erstmal fünf dazu. Ja, Helo Comeback, Junge. Helo Comeback mit zwei Punkten nach 16. Drei Punkte einfach. Die einzige, die aber noch kommen, die finde ich mega geil. Also vor allem im dritten Part. Ey, Morgana, ja, das warst du. Oh, Alter, wenn Julian das hört, der wird so ausrasten. Ja, ich glaube auch. Die Scheiße. Ich predikte jetzt, wenn er den Part hört, wo ich durch die Luft fliege, er rasselt komplett aus, weil das einfach so hirngequillte Scheiße ist, die ich da gerappt habe. Ich würde mal rübemandeln. Morganas Lieblingsspiel. Okay, Maul. Let's go weiter. Und gucken, ob da nicht doch noch der ein oder andere Punkt ist. Hallo, ja, dicker Louis. Du bist zu schade, um ein Netz verklickt zu haben. Sag es mal mit Leukämie, um daraus einen Witz zu machen. Wenn du sie mal siehst, traust du mir das ins Gesicht zu sagen. Ich hätte lieber Leukämie, als ein Sohn wie dich zu haben. Meintest damals, dass man meine Mutter vergewaltigt hat. Und wusstest ganz genau, dass keine Rückrunde gestattet war. Was einfach zeigt, dass du Kobold eine Ratte bist. Das alles für das Rampenlicht, damit du mal beachtet wirst. Das war klar. Was zum Geier soll dieser Beat? Keine Ahnung, was das sein soll, aber mit Musik hat das irgendwie wenig zu tun. Klingt wie eine Baustelle, die einen morgens aus dem Bett Pressluft findet. Der Rap geht praktisch unter und die Zeilen sind irgendwie ziemlich müllig. Null Punkte. Perfekt. Geil, ey. Geiler Mann. Ich hab, glaube ich, noch nie geiler verpacktes gehört, Alter, von einem Beat, Alter. Geil, Alter. Aber ich hab auch direkt. Ich weiß auch, was er meint. Direkt ein Bild vor Augen. Ich dachte, er roastet ja meinen Beat, weil auch wegen der Qualität, und ihr kennt ja meine Qualität, die ist nicht so geil an dem Turnier. Aber dass er euren Beat so rack roastet, Alter, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber let's go, mal weiter. Weil allein gegen Levi mit der Zahnlücke hab ich gelacht, denn das Geile an der Zeile, dass du auch eine hast. Jetzt reicht's! Alter, das geht nicht. Mindestens 5 Punkte für die Line. Oh, oh. Ich hab Angst, was er zu der Hook sagt. Richt doch die Analyse früher ab. Digga, er rastet aus. Ich könnte heulen. Was ist denn das? Bin ich komplett geistig behindert oder ist das die schwächste Leistung, die Hellkamikaze jemals gebracht hat? Ich weiß, dass die alle sind noch schlechter. Cool sind und wahrscheinlich mit Angst an der Lippe in der 69er-Stellung einschlafen oder so. Aber sollte nicht irgendwas davon reinscheppern? Ach so, ich muss mich korrigieren. Alle schlafen mit Wichser an der Lippe in der 669er-Stellung ein. Hä? Lol. Das habe ich nicht verstanden. Krasse Übertreibung, yeah. Ja, im Chat wurde auch gerade gesagt, what the fuck, die Zahnlückenline, kein Punkt, die war gut und so. Ja, das war auch eine richtig gute Line, hä? Ja. Also, apropos 10 Minuten über Ostern reden. ich feuer's. Also, krass auf jeden Fall, ich dachte, dass er, aber ich glaube, also ich kann es verstehen, weil ich glaube, das ist nicht Julians Humor, diese Line, weil ich einfach nur sage, haha, du hast auch eine. Obwohl, ich weiß nicht, hat ist er nicht... Oder das, hä? Ja, an sich schon, weil du hast ja sogar 2 oder 3, das ist ja noch lustiger eigentlich. Ja, eben. Also, Zahnlücke hoch 3, Digga. Also, ich finde, das ist bisher meine beste Battle-Leistung. Ich finde find die eigentlich auch im Octa-Battle 2 mit einer der stabilsten. Ja, aber wobei ich sagen muss, dass sehr dicht darauf gefolgt, die gegen Seife ist. Die gegen Seife. Die gegen Art besser, muss ich sagen, tatsächlich. Ey, aber jetzt sind wir mal ehrlich, habe ich jemals irgendwas anderes gemacht als diese Runde? Ich mache doch immer denselben Scheiß eigentlich. Alter, ja. Eigentlich schon. Das ist doch genau das, was du vorher auch gekickt hast. Also ja. Ja, überleg dir mal, mit Rauffasertapete hast du mehr Punkte gemacht als hier mit einem kompletten Part. Ja, einfach mit der Hook und dem Part und mit dem Intro einfach mehr Punkte mit einer Line. Das ist unfassbar, ey. Die können mich mal alle am Arsch lecken. Ich werde das Preisgeld haben, Julian. Scheiße, Alter. Los, jetzt mach weiter. Ich will das nicht. Das ist so geil. Ja. Ich hab so Bock. Doch sie wollen nicht helfen. Oh. Jetzt gibt's Hate, Alter. Ich sag's euch. Oh. Es gibt keinen Kommen aus dem Oktagon. Nur Punkte. Ey, Julian, rastet aus jetzt, pass auf. Na gut, bisschen Stimmung machen die Jungs hier in der Hook auf jeden Fall. Dr. Lukas Frank hoppelt auch ein bisschen durchs Bild. Vielleicht hat er ja die Zeit genutzt, um rauszufinden, wie man rappt. Ich gebe mal einen Punkt für den Hook, auch wenn irgendwie nichts disst, aber ich möchte auch nicht die Debatte, ob ich behindert bin und einfach die Über-Punchlines gar nicht als solche registriere mit meinem Matschhirn. Digga, das ist ja wirklich, das ist ja der ehrenloseste Front in der ganzen Analyse bisher, Alter. Au. Was hat er?
Ey, ist das geil, ohne Spaß, ich feiere das tot. Ist halt unnötig, in der Analyse zu erwähnen. Ich weiß, ich bin zwar auch dieser Meinung, aber es ist halt einfach witzig, wie er das so einfach eiskalt droppt, so zwischendrin. Ja, vor allem in der Analyse, wo es um uns geht, einfach nochmal noch ja, auf den ja. anderen. Ich weiß ja. auch nicht, aber damals im JOB1 noch zu dir, Hedo, sagen, dass du nicht auf Joe-Time eintreten sollst, nachdem er schon rausgeflogen ist, weißt du? Retalk, das wollte ich auch gerade sagen. Also als ich damals irgendwie noch eine Line gebracht habe, als die Runde gegen Morgana, als ich am Anfang gesagt habe, der erste Wichser war komplett schwerstbehindert oder so und der zweite brüllt rum wie ein Berggorilla. Ja. Da hat Julian doch in der Analyse gesagt, ja, aber man muss jetzt nicht auf den anderen in der Runde davor rumtreten. Also jetzt Retalk, ich hab mir schon gedacht, dass eine Analyse kommt und ich dachte, es kommt eine lange Analyse. Und ich dachte, dass Julian sich über die Runden übelst freut. Weil ich das Gefühl gehabt habe, die Runden davor haben dem irgendwie alle nicht so gefallen. Und dann dachte ich, jetzt wo er sein Finale hat, das er vielleicht gerne gehabt hätte oder gerne haben wollte, freut er sich über die Runden, dass die so nice geworden sind und hat dann gute Laune oder so. Aber Digga, das ist ja genau das Gegenteil. Julian macht immer genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Ja. Das ist der Real Talk, das allerletzte, was ich erwartet habe. Also ich find's lustig. Ich fühle mich unterhalten auf jeden Fall. Aber ich dachte wirklich, dass er sich über die Runden freut, weil ich finde, dass wir abgeliefert haben. Zumindest schon, das. Ne? Aber naja. So, weißt du, in der einen Runde, da gibt es richtig nice Lines, so. In der anderen Runde ist das Gesamtpaket fett, der Sound und das Video. Dann dachte ich, dass er irgendwie doch ein bisschen positivere Sachen sagt. Gut, aber jetzt haben wir machen ja ein bisschen Stimmung, also let's go. Grüße an jeden Einzelnen hier im Chat, das ist krass, was hier gerade abgeht. Ich lese hier die ganze Zeit nebenbei mit, wenn ihr irgendwas reinzuwerfen habt, dann macht es. 94 Zuschauer, Props, geil. Es ist übertrieben krass, was hier gerade abgeht, wirklich vielen Dank an jeden Einzelnen. Wer ist Podcast Society, Alter? Ich kann ja mal öfter dabei sein, dann steigt es ja auch mal. Du bist selber so famed, egal, wenn du dich mal aus deinem Winterschlaf erhebst, direkt tausende Zuschauer. Also Leute, alles gut. Und danke an jeden Einzelnen für die Follows und die Subs, wirklich, das ist einfach nur geil. Danke an jeden Einzelnen. So, machen wir aber weiter mit der Analyse, oder? Ja, ich hab übelst Bock. Guck mal, die Analyse nicht mal zur Hälfte durch, Alter. Ich hab so einen Bock. Ist so geil. Ich hab auch richtig Bock. Let's go. Ich registriere mit meinem Matschhirn. Ey, der zweite Hurensohn mit seiner pechschwarzen Maske. Geil, sieht straight aus wie vom Sexsklaven Maskeball. Damals hast du noch vor Angst gestottert, Bro. Ja, ey. Du hier aggressiver wieder, doch mit Stockholm-Syndrom. Du Vergewaltigungsopfer, richtig die Waffe aus. Ich sag's aber mit zitternder Stimme, er schießt mir lieber meine Tochter. Alter. Digga, gönn doch mal einen Punkt. Ey, ohne Spaß, ja. Ich will Hellkamikaze gar nicht in Pause, die Pause oder so. Ich hab gar nicht. Ich finde, also ich fand, die Line, die gerade kam, die war geil. Die davor fand ich auch jetzt nicht so punktwürdig. Aber die da gerade kam, die hätte einen Punkt geben müssen eigentlich auch nach Julians Logik. Eigentlich also, schon, ja. Das soll mal einer verstehen, keine Ahnung. Also meiner Meinung nach hätte meine Stockholm-Syndrom-Line einen Punkt bekommen müssen, weil das ist was so nice offensichtlich eigentlich ist, ja. Dass ich im Finale sage, jo, also ich bezeichne Levi als Vergewaltigungsopfer, bla bla bla. Ja. Aber dann, er wurde ja vergewaltigt durch Morgana, aber dann ist er mit ihm im Team. Also, das ist doch mindestens mal 4 Punkte. Ich bin einfach zu dumm für die Line, deswegen 0 Punkte. Weißt du nicht, was Stockholm-Syndrom ist? Also, ich weiß, was Stockholm-Syndrom ist, aber ich hatte keine Energie in meinem Gehirn, um das zu überdenken, die Line. Ja, also, da soll mal einer sagen, ich rap ne Schrott. Meine Line ich weiß, was Stockholm-Syndrom ist. Ja, jetzt. Ich bin aber auch nicht so ungebildet wie Morgana. Haltet betroffene auf. Person weiß ich das auch. Mario Party. Als betroffene Person. ich predikte einen Joe-Time-Witz mit Müllfinale wegwerfen oder so. Oh ja, stimmt. Der sieht, wie er auf Joe-Time reagiert, bin ich ja mal gespannt. Hängt der Stream nur bei mir? Nee, sollte eigentlich nicht hängen. Julian würfelt Punkte mit 5x 0 Punkten. Ich bin ein Furz 2, schreibt, ist aber nicht gut delivered. Ich bin ein Furz 2, den Namen hast du dir richtig gut ausgesucht. Ja, yeah, und ich bin dein Vater, ist auch gut. Oh. So, ja. Leute, jetzt kann es weitergehen. Weitergehen. Ah, ja, fuck. Ey, ohne Spaß jetzt. Ich will Hellkamikaze gar nicht in die Pfanne hauen oder so. Ich habe gar nichts gegen ihn. Bis jetzt jedenfalls. Aber irgendwie kommt das bei mir nicht als dissend an. Es tut mir leid. Wir sind im Finale und ich will wirklich was haben, was ich feiern kann. Aber diese Zeilen lassen mich völlig kalt.
Hast du mich vermisst? Du verdrängst die Schmerzen, die dir meine Runde gab und ritzt dir statt den Diagrammen M in deinen Unterarm. Ich weiß, dass der Shit an deiner Psyche zerrt. No front Julian, aber Halo wär mir auch keine Analyse wert. Als wir uns Alter, ich glaub, Julian rastet gleich komplett aus. Eine Handtasche passt. Der größte Struggle im Finale, was nicht Levi zu besiegen, sondern dich in voller Größe auf das Bild zu kriegen. Davon abgesehen, dass der Style völlig an mir vorbeigeht und ich, was die Akustik angeht, eher darauf stehen würde, mir mit einem Bunsenbrenner erhitzte Stacheldrähte in die Gehörgänge zu schieben, dass der Style over Substance ist oder zumindest sein soll. Ich glaube, es ging nur darum, komplett übertrieben in die Fresse zu gehen, auszurasten und völlig drüber zu sein, anstatt richtige Diss-Zeilen zu bringen, die irgendwo Hand und Fuß bzw. einfach laut haben. Das stimmt. Es hat auch einfach, hat auch einfach jemand in Chat geschrieben, Jotam hat einfach hat mehr Punkte als Helo gerade. Ey, ohne Witz. Jotam, ich sag's euch, Jotam hat mich doch noch besiegt am Ende. Ja. Einfach mehr Punkte als ich bisher im Finale, Alter. In der Finalrunde. Das ist so geil, ey. Ey, aber das ist schon wieder diese Umschreibung dafür, dass er sich das nicht anhören will, ist auch schon wieder zu gut. Wie war das mit Bunsenbrenner erhitzte Stacheldrähte in die Gehörgänge schieben? Legende, also das hätte auch eine Halo-Zeile sein können. Ja, erzähl. Ich muss sagen, dass ich die Analyse jetzt wirklich mal so finde, wie die früher war. Ich finde sie auch sehr, sehr geil. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir in Julians Augen Scheiße eingereicht haben, ist er jetzt endlich mal wieder in der Analyse am Start. True, true. Aber ich wette, die Kommentare werden ihn wieder kaputt haten. Ja, guck mal, weil die Analyse echt unterhaltsam ist. Die Community war ja diesmal wirklich. Also noch bei keinem Battle war die Community so einer Meinung wie bei dem, dass es halt ein geiles Finale war. Ja, voll, Alter. Ja. Von daher, ja. Ich glaube, dass, ja, egal, weiter. Ich bin gespannt. Ich finde es gerade wirklich im Allgemeinen wirklich krass, dass wirklich so wenig Punkte fliegen. Also. Ja, schade. Das ist schon heftig, ey. Junge, Raufasertapete, mehr Punkte als die Runde bis jetzt. Ich kann nicht mehr, mir ist so schwindelig gerade. Oh, okay, ja. Komm. Ich bin ein Furz 2, schreibt, ja, das geile Finale mit 20.000 Klicks. Sag mal, ich bin ein Furz 2. Warum bist du eigentlich hier? Weil er ein Furz ist. Also, wenn das Finale nur 20.000 Klicks hat, warum bist du in einem Stream, der sich das Finale und die Bewertung anguckt? Das verstehe ich nicht ganz. Ja. Das gibt ja gar keinen Sinn. So, weiter geht's. Richtige Diss-Zeilen zu bringen, die irgendwo Hand und Fuß bzw. Substanz haben. Jetzt ist er wieder da mit neuer stimmlicher Form. Das reicht doch nicht fürs Octagon, aber fürs Kinderbodenton. Du willst mich einschüchtern im Battle, ey, du komischer Pisser. Du kannst doch nicht mein Telefonat führen, ohne zu zittern. Deine Hochzeit traust du nicht, ich mal das Jawort zu sagen. Deswegen fragst du deine Freundin, geht's ab per Live-Übertragung? Muss aber sagen, dass du bei H3-Übertragung. Komm jetzt, aber jetzt bitte, komm. Ich glaube, ich bin auch in diesem Rumgeschrei eher im Heavy Metal als im Hip-Hop-Bereich und ich kann dem so gar nichts abgewinnen. Die Klicks sprechen aber für sich, das kommt einfach nicht an. Keiner hat Bock, sich sowas zu geben. Okay, keiner hat Bock, sich das zu geben, würde ich jetzt erstmal nicht so sagen. Für die Community, die voll am Start war bei den beiden Runden. Ja. Also, wenn Julian mir einen Punkt gegeben hätte für eine Line, dann aber für die letzte. Ja. Weil ich die Line einfach, ich persönlich finde die nice, einfach zu sagen, Digga, ich habe damals 3 Punkte bekommen für die eine Line, wo ich gesagt habe, dass jemand vergewaltigt wurde von jemandem. Und dann sage ich einfach, ich war das früher. Also da muss es ja rein aus der Logik doch einfach nur einen Punkt zumindest geben. Ja. Eigentlich schon. Ich bin mal gespannt, ob ihr noch Minuspunkte für Überlänge kriegt. Oh ja, oh, ich glaube schon. Oder Minuspunkte, weil wir nicht richtig battlen, keine Ahnung. liegt safe an euch und nicht an Julian Kappa. Ja, safe, Alter. Let's go. Helos Überlänge, ja, wahrscheinlich schon mal überlangen Schwanzkrieg. Keiner hat Bock, sich sowas zu geben. Du willst Aufmerksamkeit, du bist ein seltsamer Wicht. Denn ich bin Lacher, auch das Blut von einem AIDS-Kranken spricht. Ja, du gottlose Bitch, deine Gedanken gecken höchstens an, wenn dein Hörner sich dreht und dein Autogon spritzt. Du dummer Schmerz, ich krieg keinen Punkt. Weil ihr seid einem Feature-Part, keine Bock auf meine Mucke hat. Wir waren ein Team, doch ich war keiner Warme. Jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Ja, Morgana. Sorry, aber null. Was ist denn das hier für eine Grütze? Die Hälfte der Zeit ist rum und irgendwie fehlt es komplett an krassen Punchlines auf beiden Seiten. Keine Ahnung, warum hier das Zeitlimit so ausgeschöpft wurde, wenn es offensichtlich nicht wirklich etwas zu sagen gibt auf beiden Seiten. Da hätten dann auch 1 Minute 30 gereicht. Keine Ahnung, warum hier so viel Aufwand für heiße Luft betrieben wurde. Okay. Okay, krass. Ich finde halt nicht heiße Luft, aber okay. Naja, man kann es sich einrechnen. Es ist auch, ich finde meine Runde schon ein bisschen heiße Luft, aber ist auf jeden Fall
ist laut und ja, darauf kommt es an. Ja, ich glaube, er meint Olli. Er meint die Fürze von Olli. Er hat einfach die Runden gesehen, war so übelst angepisst, dass Olli schon wieder am Start ist bei beiden Runden. Dass er einfach sagt, Digga, ich habe Bock auf den verdammten Glatzkopf. Trotzdem schade, dass wir mit so einem negativen Gefühl jetzt halt trotzdem, also ich habe jetzt nicht das Negativ, also so trotzdem, dass wir halt so fährt, dass es dann doch richtig dick Schellen nochmal gibt so zum Ende. Hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Das ist ein bisschen ein negatives Gefühl, mit dem ich dann da doch rausgehe. Ich muss jetzt auch ehrlich sein, so auch wenn ich es lustig finde, so, aber ich gehe trotzdem mit keinem allzu guten Gefühl jetzt natürlich aus der Sache raus. Schade. Ja, schade. Morgana, warte mal, ich schreibe, Morgana kriegt 0 Punkte. Hast du wirklich gerade 0 Punkte? Das habe ich jetzt ja, nicht. Ja, ich habe keinen einzigen Punkt bekommen, ja. Boah, das Leute, ich habe 2 insgesamt. Ich weiß, Digga, alles gut, sorry. Leute, was beschwert ihr euch eigentlich? Aber könnt ihr mal kurz erklären, weil einer im Chat gefragt hat, wie wir unsere gute Laune so halten können? Ja, ach, keine Ahnung, Digga. Ich finde, das ist halt alles, was im Internet über sowas stattfindet, ist doch alles gechillt. Ich finde, ich bin da ganz entspannt. Leute, also natürlich kann ich jetzt nicht auch sagen, dass es komplett an mir vorbeigeht. Das stimmt auch nicht. Also es ist auch schon hart, wenn dich der Juror so krass fickt, so. Aber es ist halt seine Kunstfigur. Ja, und ich glaube nicht, dass Julian mir das, dass Julian jetzt auch so privat drauf ist. Also, glaube ich auch. Also ich wollte einfach sagen, dass ich das überhaupt nicht ernst nehme, weil, keine Ahnung, erstens. Ja, auch das. Wenn Julian sagt, das ist keine gute Zeile oder andere Leute sagen, das ist keine gute Zeile, dann denke ich mir, yo, das kann schon stimmen, weil ich einfach nicht finde, dass ich ein krasser Battle-Rapper bin. Also ich von mir gehe selbst davon aus, ich bin kein guter Battle-Rapper, also kann das schon sein, dass es keine gute Zeile ist. Das ist mir auch nicht wichtig. Ich finde es eh krass, dass ich Leute besiegt habe in einem Battle-Rap-Turnier, was gar nicht mein Ding ist eigentlich. Aber von daher, Alter, das ist Julian, wie man ihn kennt, auch wie man ihn früher gerne geschaut hat. Dementsprechend, ich hab's mir jetzt anders erwartet. Ich dachte, dass er sich freut, dass wir uns nochmal die Mühe gemacht haben. Auch, sagen wir mal, das Battle ist nicht allzu gut verlaufen oder das Okta Battle 2 und trotzdem setzen sich die Finalisten nochmal hin und hauen nochmal ein bisschen was raus. Ich dachte, er freut sich vielleicht darüber, ja. Aber dann, ja, anscheinend nicht. 9 Punkte! 0 Punkte. Nee, jetzt ist mir auch wieder, während du geredet hast, wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, ich bin einfach nur glücklich, dass wir mal wieder eine Julian-Analyse haben. Deswegen kann ich die gute Laune gerade so halten. So, weil, auch wenn es jetzt hart ist für die Teilnehmer so, weil da nicht viele Punkte kommen, aber wir haben einfach endlich mal wieder eine Julian-Analyse. Das ist einfach schön. So. Also, es freut mich. Das ist so, ja. Deswegen, denke ich mal, bin ich heute einfach glücklich. Olli, du bist ein toller Mensch. Ich gönn dir alles. Ich bin mal gespannt, so jetzt, guck mal, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte gesehen und Julian ist ja jetzt nicht so gut gelaunt. Ich bin mal gespannt, was er zum Ende sagen wird von euren beiden Parts. Oh ja, vor allem unser Ende ist ja auch wirklich von, da muss ich auch echt sagen, ich finde, das ist auch, verstehst du gar nichts. Ich glaube, der legt sich richtig über das Ende auf. Ja, und zu seinem Part über sich, ob er da was sagt, bin ich auch gespannt. Ja, den meinte ich eigentlich. Ach, Entschuldigung, aber ich bin jetzt von dieser zweiten Hook ausgegangen. Ich bin todesgespannt. Oder also, bricht er auch einfach wieder ab. Wird er nicht machen, er hat es ja schon im Intro erwähnt und er macht die ganze Zeit so, sagen wir mal, so kleine Hints, dass er mich noch mag. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, die Analyse geht ja auch noch ein bisschen, also ich wüsste nicht, worüber er sonst reden sollte. Aber wir waren nett zu dem, also komm. Das sehe ich nicht ein, wenn er jetzt sich davon angegriffen fühlt. Ja, egal, ja. Gucken wir mal weiter, oder? Ja. Wir labern viel zu viel, let's go. Oh. Julian rastet aus bei der Hook. Ich lieb die Hook voll. Ich hab so einen Ohrwurm. Keine Punchline. Er rastet aus. Ich hab Angst. Er sagt einfach gar nichts. Er ist schon aus dem Fenster gesprungen. Ja, Mann. Jetzt! Ey, das ist so eine wacke Scheiße hier. Er hat gerade ernsthaft gesagt, dass er dachte, er hätte Scheiß an seinem Spiel, aber es war dann doch Morgana. Wir sind bei 3 Minuten 30 in einer Finalrunde und das sind die geistigen Ergüsse, die ein Hell-Kamikaze hier präsentiert. Ja, wie soll ich mir das vorstellen? Hat Hell-Kamikaze in seinem Kinderbett, welches die Form eines Formel-1-Wagens hat, gelegen und einen Text geschrieben mit dem Gedanken, boah ey, ich sag's so, ich bin in Scheiße getreten, aber Plot-Twist, es ist doch Morgana gewesen, also ist Morgana Scheiße. Das genau. Ist bestimmt eine 3-Punkte-Zeile, Mann, bin ich gut. Mama, bringst du mir meine warme Milch mit Honig? Das ist lindig.
ist das geil. Ich lieb ja die Analyse. Wie geil ist das denn bitte? Ja, oh mein Gott, ist das geil. Das war wirklich... Ey, ich hatte vor der Analyse echt nur ein bisschen Ehre, ne? Aber ist alles weg. Weißt du, was das Lustige ist? Ich kann, so wie er das gerade detailliert geschildert hat, kann ich es mir halt wirklich auch 100% vorstellen, Alter. Ich hab mich angepisst gerade bei Mama, aber ich eine warme Milch. Aber noch so ein Spruch gegen uns kommt, bitte, bitte, Alter. Ey, aber wisst ihr, was ich mich frage? Julian hat mich hier angenommen und er sieht ja, was ich für Runden mache. Also, wenn ich diese Line rappe, na klar, also genau so ist es ja. Ich lieg dann da, schreibe einen Text und denke mir, hör, das ist lustig. Ja, ja natürlich ist super, das so. Super Humor, Digga. Die Line ist wirklich so scheiße. Halt, Junge, die Line ist doch mal übertrieben. So wir haben uns so kaputt gelacht. Also ich habe mich sehr kaputt gelacht. Ich habe mich eher tot gelacht, weil da einfach diese fette Made ins Bild fliegt. Die Regentonne. Viertel, 22 Punkte, Finale, 2 Punkte. Alter, jetzt, oh Gott, Alter, jetzt gibt's Stiche für MOA. Ja, MOA, jetzt MOA leider, Junge. Für den Bauarbeiterbeat, Junge. Der Bausteinbeat, meinst du? Alter, Sci-Fi wurde einfach mehr. Der hat so viel Testosteron in sich. Der Bausteinbeat, Mann. Sci-Fi wurde einfach so fertig gemacht in der Runde. Das Schniedel wurde einfach gerade komplett zerstört. Heo fährt in den Formel 1 Bett ins... Ach komm, Leute, lass mal. Ja, Mann, lass mal alle ins Doctor Battle 3, Leute. Lass mal alle mitmachen, hab ich richtig Bock drauf. Ja, lass mal machen. Und am Ende reichen nur wir ein und müssen uns so untereinander betteln. Geil. Oh, ey, geil. Doch du bist und bleibst der Klassiker mit ADHS. Man sieht Halo nur vergeblich nach Pointen suchen. Du bist ein Laborexperiment, das zur Belustigung erschaffen wurde. Ja, für der Klasse, ich hab richtig Angst jetzt. Ja, ich hab... auf die Nerven gehst, Konversationen mit Halo wirken wie ein Selbstgespräch. Was bist du bitte? Ah, okay, er lässt den Aufbau komplett drin, das ist cool. Immerhin. Danke. Endlich eine brauchbare Zeile. Die Akkorde von Kamikazes Beat sind A, D und S. Danke. Es gibt noch Hoffnung, dass hier tatsächlich lyrisch irgendetwas geht. Es ist natürlich kein Akkord, aber diese Tatsache ist absolut zu vernachlässigen und ich gebe für diese Zeile 2 Punkte. Mal sehen, ob es noch irgendwelche originellen Zeilen von Hell Kamikaze gibt, die nicht beinhalten, dass er Morgana mit Scheiße an seinem Schuh verliert. Ey, ich hab auch noch mehr gerappt, jetzt geht's aber los. Jetzt komm, Digga, jetzt mach hier, Digga. Ich hab jetzt auch mal mehr gerappt. Los, Digga. Aber nicht nur das gerappt. Es ist so geil. Es ist so geil, ne? Einfach, wir haben einfach am Ende ein Endergebnis vielleicht von 7 zu, weiß ich, Alter. Es ist geil. Ey, Helo gewinnt wegen Minuspunkten. Oder jetzt kriegt er die Punkte reingeschaut. Ich fand den dritten Part nämlich extrem gut. Ich glaube, ich hatte in der Qualifikation mehr Punkte. Let's go, Leute. Let's Dönerbox Preisgeld. Das ist so traurig, denn es war ein echter Niederschlag, dass der Streckenfinale nicht für dich, sondern fürs Video war. Schade! Der Dreh damals hat mir wirklich Sorgen gemacht, aber Gott sei Dank, ich hatte Europax. Rapper für meine Körpergröße, du vorzukommen, doch du weichst zur Seite, kommt der Boss des Octagon. Du Hurensohn, wir sind nicht auf Augenhöhe, damit kann ich leben, da bin ich die ständig gezwungen, eure Hackfressen zu sehen. Na gut, einen Punkt dafür, dass er seine Körpergröße damit verteidigt, dass er seinen Gegnern somit wenigstens nicht in ihre Hackfressen sehen muss. Möglicherweise wären in diesem Achter sogar mehr Punkte drin gewesen. Ich bin gespannt, was er zur Gangrap-Zeile sagt. Aber der vorherige Wackness sitzt immer noch überaus tief. Was hat er gesagt? Von mir erstmal verarbeitet. Warte. Sogar mehr Punkte drin gewesen, aber der Schock über seine vorherige Wackness sitzt immer noch überaus tief und muss von mir erstmal verarbeitet werden. Bei mir ehrlich gesagt auch. Man kann sagen, was man will, aber H3L klein kann Adlibs. Ja, Mann. H3L klein. Jetzt reicht's. Guck mal, jetzt sind wir immerhin schon bei auf Level von Raufasertapete, ne? Immerhin. Stabil, Alter. 3 Punkte, damit kann ich leben. Das ist eine gute Finalrunde. Ja, Mann. Das reicht mir. Das ist der Leben, Junge. Es lässt mich schweben. Geil, ey. 3 Punkte würde heißen, für jeden Part einen Punkt und das finde ich okay. Immerhin mehr Punkte als Morgana gemacht hat. Ja, echt so, Digga. Na mal, wie viel hat... Stimmt eigentlich? Ich bin so gespannt, was er jetzt zu diesem Ausraster mit dem Gangrape am Ende sagt, Junge. Entweder er sagt heiße Luft oder er feiert. Mal gucken. Er kann es nicht feiern, das geht nicht. Ja, true. Dann müsste er von mir auch Sachen feiern. Immerhin mehr als Rassier, was willst du? Ja, true, stimmt. Rassier war stabil, ich mag den. Weiter geht's komplett. Ich mag ihn auch. Mal Leben zu deinem Song. Dann ist
das keine Euphorie, sondern Kopfschütteln. Schon das Revis Mathe doch jetzt recht nicht an dir. Oh shit. Du ADHSler, kannst dich nicht konzentrieren, denn du lässt dich sogar von der Fliege ablenken, während deine Mutter neben dir an einem Gangrave krepiert. Oh. Ja, okay. Oh, oh. Oh, ich schwöre, er kriegt einen Minuspunkt. Ich glaube auch. Oh, oh. Meint ihr, er lässt die Hook jetzt durchlaufen? Oh nein, Digga. Ich glaube, er rastet komplett aus. Ich glaube auch. Der hat so einen Puls. Oder er fühlt's jetzt komplett. Das nein, niemals. Ja, jetzt nochmal 10 extra Punkte oben drauf. Ihr kriegt einfach noch meine. Ihr kriegt noch meine 3 Punkte. Schade. Junge, ich freue mich, jetzt muss die Überpointe kommen. Ja, Mann. Ich schwöre, ich glaube, jetzt rastet er jetzt das Geld. Julian sitzt jetzt vor der Kamera. Bitte, bitte. Ja, die ADHS-Zeile kann man machen, aber das danach hat mit Rap absolut nichts zu tun. Schrott. Ja. Okay. Ich dachte jetzt zumindest, kommt eine lustige Pointe. Schade. Schade, schade, ja. Jotime hat die Hook alleine gesungen. Beste. Jetzt kriege ich noch 5 Punkte und dann passt. Ja, safe, du gewinnst jetzt. Ich glaube auch. Ich glaube, du könntest es aber wirklich holen. Let's go, come on. Jetzt könnte, einer fragt noch hier, war Helu wirklich für die Theaterszene vor Ort? Ja, ich habe mich tatsächlich auch selbst aufgehangen. Das war Helu. Wir haben wirklich so kleine Fäden so in seine Haut eingenäht und ihn dann so gesteuert von oben, weißt du? Ich habe mich auch am Ende wirklich aufgehangen zum zweiten Mal. Genau. Das dritte Mal abhängen. Wird das letzte sein hier nach. Abhängen! Abhängen! Wie das Halbfinale. Es gab lautes Gebrüll und dann wurdet ihr geschlagen. Oh. Ich bin was? Was? Geil. Noch eine Runde aus den ersten Klinik Rap. Ey, ich glaube, mein Finalpart hat euch beide hart misshandelt. Danach seid ihr nämlich direkt in der Klapse gelandet. Von euch lacht nur meine Wahrheit, ich keine Gegenwehr. Bettelt man gegen euch, ist der größte Feind des Regelwerk. Wahnsinn. Warum? Wieder eine solide Zeile von Hell Kamikaze. Comeback. Aber ich ziehe 3 Punkte ab wegen unnötiger, inhaltsloser, wacker Überlänge, die man sich hätte sparen können. Digga, dann macht es doch bei uns auch. Hä? Was? Was? Hä? Was? Dann macht es doch bei uns auch. Hä? So Comeback ist. Comeback ist wieder weg. Jetzt fickst du uns. Und dann 3 Punkte Abzug. Uno Reverse. Oh. Uno Reverse. 100 Punkte für Jotime noch. Das könnte gut sein. Oh, Alter. Einfach. Alter, Helu, das war eine gute Leistung. Jetzt 2 Punkte, aber 3 gehen wieder weg. Ja, 2 Schritte vor, 3 zurück. So macht man Fortschritt. Einfach mehr Plot-Twist als in irgendeinem Hollywood-Film. Helu wurde gerade hingerichtet. Genau, so Mut von 3000 auf 3, perfekt. God, let's go, weitermachen. Nur weil man die Möglichkeit hat, eine lange Runde zu machen, muss man das nicht auf Biegen und Brechen. Bei uns auch, hä? Oh, jetzt. Oh. Jetzt knallt's richtig rein. Wir wollen kein Sieg für das Ego, wir wollen ein faires Turnier. Denn Dr. Lukas Mark zu kicken war ein ziemlich harter Move. Die einzige Schmutzkampagne war unser Finaleinzug. Dennoch bin ich dankbar, meinen Weg hier zu machen. Wir sind dir dankbar, Julian, denn du hast Karrieren erschaffen. Gib dir bitte einen Ruck und bitte fick auf die Likes. Doch ich glaub, der momentane Weg ist sicherlich falsch. Und dann die Szene, sie wird immer mehr zur toxischen Blase. Die nicht gute Battles, sondern Gossip erwarten. Wo alle darauf hoffen, dass man Fehler macht. Und die gut gemeinten Ratschläge enden in der Hexenjagd. Du warst mal das Flagship unserer Szene. Auch wenn die Klickzahlen sinken, lass uns Battle Rap beleben. Danke an alle, die Kommentare verfassen. Denn schließlich geht es hier im Endeffekt doch nur um Spaß an der Sache. Ja, das war bei mir auch die Hoffnung dahinter, dass es um den Spaß an der Sache gehen würde, aber es hat sich herausgestellt, dass es einzig und allein ums Geld geht, denn hätte es das 10-fache Preisgeld gegeben, dann hätte das Turnier ganz schön anders ausgesehen. Aber ich habe meine Lektion gelernt und falls ich jemals wieder ein Turnier machen werde, dann mit hohem Preisgeld. Weil danke. Aus Liebe zur Musik oder aus Spaß am Battle oder ähnlichem geht hier überhaupt nichts. Das habe ich mittlerweile verstanden, die Zeiten haben sich geändert. Das Preisgeld vom ersten JBB war 500 Euro insgesamt. Aber ich bin selbst schuld, dass ich die Preisgelder so hochgejagt habe, dass kein Interesse mehr besteht, wenn es nicht um horrende Geldbeträge geht. Aber hä? Bro, unsere Videos kosten alleine schon so viel wie dein Preisgeld, Mann. Warum, dann tu doch jetzt nicht so, als ob wir hier übelste Scheiße dir geben, so. Das ist doch, naja. Aber es ist zumindest angekommen. Danke. Aber natürlich hänge ich mich mehr rein, wenn es um viel mehr geht. Also, ja. Es geht doch hier um Spaß an der Sache, deswegen machen wir es doch. Aber das heißt doch nicht, dass wir jetzt Hollywood-Filme machen müssen. Ja. Also ich habe doch
wir haben doch unsere Freizeit geopfert für das Turnier und es ging nicht um das Geld, sondern um den Spaß. Als, also gerade bei uns auch mehr als geopfert, Digga. Also wirklich voll für den Arsch. Unsere ganze Woche immer voll im Arsch, Junge. Ja, aber und ja, ich hab ja auch alles selbst gemacht. Also ich habe ja geschnitten, Instrumentals gemacht. Ja, und ja, so. Voll, Alter. Und das, was ich abgeliefert habe, ist auch das, was ich abliefern kann. Also da hat auch das Geld nichts mit zu tun. True. Hätte ich jetzt, keine Ahnung, in der ersten Runde 1.000 Euro bekommen oder 2.000, dann hätte ich mir vielleicht irgendein Videoteam geholt oder so. Oder, aber ich kann ja nicht einfach von mir aus so viel Geld investieren. Wisst ihr, was ich meine? Wenn es um Spaß an der Sache geht. Es ist einfach, darum ging es ja, um den Spaß, nicht ums Geld. Das ist ja der Punkt. Ja. Und trotzdem haben wir Runden gemacht. Also. Und warum, also genau, also, sieht man denn nicht, dass in diese Runden irgendwie Liebe oder, und Aufwand geflossen ist? Sieht man das nicht? Also meine Güte. Ja. Das ist jetzt wirklich der erste Punkt, wo ich mich doch ein bisschen ans Bein gepisst fühle, weil ich finde, das stimmt einfach nicht. Ja, wer für Julian nicht die Privatinsolvenz riskiert, ne? Ja. Mal gucken. Ey, Parker, vielen, vielen Dank für dein Follow, Alter. Dankeschön. Und dass er Raiden wollte, schreibt Mace hier gerade rein. Grüße gehen raus. Ja, vielen Dank. Grüße an Mace, aber an Parker. Mann, hör doch mal auf. Ey, Leute, lass mal gerade weiter. Leute, Jungs, geil. Danke, dass ihr am Start seid. Ja, lass mal weiterhören. Mich interessiert das jetzt. Komm, mach mal weiter, voll. Bitte. Ja, let's go. Das Grauenhaupt der Stimme sollte man Punkte verteilen. Reicht in diese Runde einfach einen Stummfilm ein. Organe hat da was verwechselt, der verfickte Idiot. Wer da Kamikaze fliegt, reißt er mit in den Tod. Danke, Alter. Einen Punkt für die Kamikaze-Zeile, aber ein knapper. Die Begeisterung hält sich stark in der Hand, was Kamikazes Leistung bis hierhin angeht. Ja, macht nix. Oh. Aber bei uns ist so viel besser. Hey, zum Ende des Turniers habe ich noch etwas zu sagen. Oh, was passiert jetzt? Vielen Dank für die Liebe und die netten Kommentare. Vielen Dank, Julian, dass du mir elenden Spaß für meine abgefuckte Kunst eine Plattform gegeben hast. Yeah. Jo, ich weiß, meine Runden, die waren zu kotzen, doch ich hab durch das Turnier sogar ein paar Freundschaften geschlossen. Und die Runden sind ja gar nicht so wie früher. Ja, mein Gott, haltet eure Schnauze. Leute im Internet, die können einfach ihre Kackfresse nicht halten. Selbst wenn, bietet man eine Menge gratis Unterhaltung. Aber Julian, jetzt mal Retalk, ey, was soll denn der Mist? Setz dich hin, zieh durch und man scheiß auf die Klicks. Ja, ja, mit deinem Channel bin ich groß geworden, dicker, und die Analysen guck ich sogar heute hin und wieder. Wenig Aufmerksamkeit, ey, oh klar, ist es kacke, doch im Endeffekt geht es dir um Spaß an der Sache. Oh. Na toll. Jetzt dachte ich, dass ich die übelste Scheiße abkriege und habe meine ganze Bewertung so gestaltet, dass ich am Ende schön zum Gegenschlag ausholen kann. Oh. Und dann gibt es dann doch irgendwie nur nette Worte von allen. Jetzt fühle ich mich wie ein richtiges Arschloch. Und ich war viel zu mies zu den Finalisten. Na gut, jetzt kommt der Gesamteindruck und ich versuche nochmal irgendwie die Kurve zu kriegen. Okay, mal gucken. Okay, ich habe mir beide Runden nochmal komplett gegeben. Alter. War gar nicht zu mies. Beides Schrott, den man sich absolut nicht geben kann, wenn man irgendeine Form von Geschmack hat. Ich mag alle drei Finalisten, also das ist gar nichts Persönliches, beim besten Willen nicht. Okay. Aber das ist ein grauenhaftes Finale gewesen. Folter für die Ohren. Ich weiß nicht, ob denen das bewusst ist oder ob das irgendeine passiv-aggressive Art und Weise ist, mir die Bewertung zur Hölle zu machen, weil ich die letzten Bewertungen so hingeschissen hatte. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als hätten mir alle drei ins Ohr geschissen. Ich fühle mich missbraucht. Der Beat bei MOA ist viel zu laut, das hat teilweise außerdem nichts mit Rap zu tun. Keine der beiden Battle-Parteien hatte nennenswerte gute Zeilen. Sorry, aber 8 Punkte im Gesamteindruck für Hell Kamikaze und 10 für MOA. Zusammen mit dem User-Voting haben wir damit einen Sieger. Was ein Punktestand fürs Finale, Alter. Ey, ja, lass mal kurz noch bis zum Ende laufen. Kommt da noch was? Ja, gucken wir mal. Mach mal kurz. Oder ist das jetzt nur Joe Times Gesicht? Ah, ne. Warum sagt er nichts zu Joe Time? Psst, echt schade, ja. MOA gewinnt das Octa Battle 2 mit einer schrottigen Leistung gegen eine noch etwas schrottigere Leistung von Hell Kamikaze. Da, wo Punchlines hätten sein sollen, sind Heuballen vor meinem inneren Auge durchs Bild geflogen und akustisch wurde das Ganze mit Grillenzirpen untermalt. Gähnende Leere. Das Finale war ein Witz und Battle Rap will gar nicht gerettet werden. Scheiß auf den Hurensohn. Okay, krass. Aber das ist nichts Persönliches, dann kann ich es ihm auch schon wieder fast nicht mehr übel nehmen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich glaube, es war jetzt ein Experiment, Battle Rap wiederzubeleben, aber es ist gescheitert und ich glaube, wir sollten ihn einfach tot lassen an der Stelle. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Ja, ich wünsche trotzdem Julian alles Gute, auch persönlich gesehen, wirklich alles, alles Gute. Aber für mich war es das dann jetzt auch an der Stelle natürlich. Also trotzdem, erstmal Handshake fürs Battle. Ich fand's mega gut trotzdem.
Ein Check, das Geld. Geld könnt ihr bei PayPal überweisen. Ja, nein, ich brauche das Geld. Wie gesagt, muss meine Miete zahlen. Du kannst dein Maul halten, wir teilen uns das. Nein, wir teilen das nicht. Ey, das haben wir abgemacht. Ich hab nochmal Levi gefragt, aber ich glaube, wir müssen mal gucken, ne, weil das an sich fürs Finale gibt's ja nur 200 Euro. Alter, seid ihr traurig. Nein, klar, natürlich können wir machen. Nein, alles gut, behaltet das Geld. Nee, aber weil es halt so wenig, extrem wenig ist so und wir müssen es ja so oder so schon durch zwei teilen, weißt du? Kauft euch davon. Wir kaufen uns eine Rolex und einen Benz. Ja. Nee, also ich... Ja, wolltest du noch was sagen? Nee, macht ihr mal. Nee, ich meine Morgana. Ja, perfekt. Ich bin nicht mehr Teil dieser Unterhaltung hier. Ja, korrekt. Du bist irrelevant, Olli. Ja, aber das soll mein Fazit sein. Also ich fand's mega unterhaltsam. Stellenweise habe ich mir ein bisschen ans Bein gepisst gefühlt. Aber hey, alles chill. Zum Ende hin hat das nochmal so ein bisschen die Kurve gekriegt. Nichts Persönliches und so weiter. Dann kann ich es ihm wieder fast nicht übel nehmen. Trotzdem hoffe ich, dass er trotzdem auch mit noch mehr Bock die nächsten Male an die Sache rangeht und das Preisgeld natürlich auch erhöht, wie er es gesagt hat. Also anscheinend hat es ja irgendwas bewirkt. Ja, das sehe ich genauso. Also erstmal muss man sagen, die Reise ist endlich vorbei für dieses Turnier. Und das, was Julian gesagt hat, also ich stehe immer noch zu den Punkten und ich stehe immer noch zu meinem riesen Dankeschön an Julian, weil die Community hat die beiden Runden gefeiert. Und dass es nicht Julians Fall war, das ist völlig okay. Das ist ja auch seine Meinung einfach. Und ich würde niemals was übel nehmen, was er sagt in der Bewertung, dass er sagt, das war der übelste Megaschrott und so. Das ist Julian, wie wir den kennen. Der wird jetzt wegen diesen Aussagen wieder gehatet von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten, weil früher hat er das genauso gemacht. Ich habe überhaupt nichts gegen den Kerl. Einfach trotzdem nochmal am Ende ein riesen Dankeschön an Julian für diese Plattform. So, Musik ist mein Ding und deswegen kann ich dem Kerl nicht mehr danken und dass er das Finale jetzt nicht so cool fand. Ja, mein Gott, das ist jetzt so. Ja, und das ist jetzt auch, finde ich jetzt auch wirklich nicht krank schlimm. Und ich schließe mich noch an, sorry, das habe ich wirklich jetzt, das bleibt manchmal ein bisschen auf der Strecke, wenn man dann so im Laberfluss ist, aber ja. Vielen Dank an Julian. Es war trotzdem eine geile Zeit. Mir hat es mega Spaß gemacht die ganze Zeit und yes. Ja, ich kann mich euch nur anschließen. Also ich kann es aus der Teilnehmersicht natürlich jetzt nicht betrachten, aber auch für mich, für den Kanal generell halt auch einfach für die Unterhaltung und ohne Julian, ohne dieses Turnier hätte ich euch beide nicht kennengelernt. Also ich kann eigentlich auch nur Dankeschön sagen, weil ja, das wäre halt alles nicht möglich gewesen. Guck mal, wir sitzen hier jetzt gerade mit über 140 Leuten im Livestream. Mein Highest war vorher durch irgendwie, glaube ich, einen harten Flockig mit Helu, war das mal 40, glaube ich, oder 30 oder irgendwie sowas. Jetzt sind wir bei fast das Fünffachen so. Ey, das ist einfach gestört, dass hier immer noch so eine kleine Community ist, die Bock haben, sich das zu geben, die Bock auf uns haben. Es ist einfach wirklich, es geht einfach nur Liebe raus in den Einzelnen. Ich habe so viele liebe und nette Leute kennengelernt. Ich habe euch kennengelernt. Mace, weil ich ihn jetzt gerade im Chat sehe. Viele aus der Community, mit denen ich hin und wieder auch auf Insta schreibe. Parker habe ich dadurch kennengelernt. Auch viele andere Leute, die nicht Teil vom JOB waren. Also, auch wenn das jetzt Katastrophenturnier in Anführungsstrichen war, hat mir das trotzdem sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand das Finale auch sehr, sehr cool. Und ich will mich gar nicht beschweren. So. Im Endeffekt ist es Julians Meinung, er hat die Finalrunden beide nicht gefühlt. Ist dann halt leider so, ne? Kann man halt nicht ändern. Julian kann sich ja auch nicht verstellen und sollte sich auch nicht verstellen, weil letztendlich wollen wir ja alle seine Meinung hören. Und wenn er jetzt den Einheitsbrei nachbrabbelt, dann braucht man sich so ein Turnier nicht geben. Ja, und es war einfach, also mich hat es einfach gefreut, dass Julian eine Analyse gemacht hat und kein Community-Post oder sowas. Weil auch wenn es gegen mich geht oder gegen Morgana oder Levi oder so, aber es hat in dem Fall hat's mich unterhalten und ich nehme die Scheiße sowieso nicht ernst. Ja. Von daher, alles cool. Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist und man sich jetzt auf Musik konzentrieren kann, die man wirklich machen möchte. Checkt die Videobeschreibung ab, dort findet ihr YouTube-Links, Insta-Links, was auch immer, was die Jungs halt verlinkt haben wollen, von Morgana, von Helu, von Levi, von den Mua-Jungs halt. Tobt euch da ein bisschen aus und ansonsten bedanke ich mich. Vielen Dank und JOB2. Meine Lieben, macht's gut, es war super geil mit euch. Vielen Dank, tschüss. So, Helu will nicht tschüss sagen. Achso, doch, tschüss, ihr miesen Schweine.